Die Helmabnahme mit der Zweihelfermethode funktioniert folgendermaßen. Der Helfer, der am Kopfende ist, hält dauerhaft den Kopf fest. Das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen, die ich machen muss und die ich auch dauerhaft sozusagen aufrechterhalten sollte. Sprich, auch wenn ich gleich den Patienten in stabile Seitenlage drehe, wollen wir weiterhin, dass der Kopf festgehalten wird. Ich als Seitenhelfer habe jetzt die Aufgabe, zum einen das Visier einmal zu öffnen. Und wir haben bereits schon festgestellt, dass der Patient auch nicht ansprechbar ist. Und somit können wir dann auch jetzt hier einmal den Riemen öffnen. Sämtliche Riemen, die es gibt an Motorradhelmen, sind normalerweise so, dass sie farblich gekennzeichnet sind. Und dann kann ich daran ziehen oder irgendwas drücken, sodass das Ganze öffnet. Sollte ich nicht irgendwie diesen Riemen aufbekommen, dann kann ich immer noch zum Notfall die Verbandschere aus dem Verbandkasten nehmen und damit einmal diesen Riemen aufschneiden. Gut, als nächsten Schritt ist es folgendermaßen, ich nehme meine Hände und greife einmal den Nacken des Patienten, um seinen Kopf und vor allem die Wirbelsäule zu stabilisieren. Ich kann meine Unterarme so ein bisschen auf den Brustkorb abstützen, um das Ganze noch etwas stabiler zu gestalten. Der Kopfhelfer hingegen, bei ihm ist es so, dass er jetzt probiert, in den Helm etwas reinzugreifen, um den Helm einmal zu sich hin abzuziehen. Dabei ist ein bisschen darauf zu achten, dass die Nase nicht unbedingt dort hängen bleibt, sondern auch weggeht. Gut, nachdem das gemacht wurde, wird dann einmal der Kopf abgelegt und der Kopfhelfer übernimmt wieder den Kopf, sodass dieser wieder sich nicht von links nach rechts bewegen kann. Die stabile Seitenlage funktioniert relativ ähnlich wie normalerweise, sprich ich nehme wieder den Arm, der näher zu mir dran ist, lege ihn rechtwinklig ab, nehme den anderen Arm, sodass die Handinnenseite wieder an die Wange kommt, greife dann wieder außen am Oberschenkel, stelle das Bein auf, greife wieder nicht in die Kniekehle rein und dann würde ich sagen, drehen wir auf drei den Patienten einmal um und probieren dabei achsengerecht den Kopf mitzudrehen. Also 1, 2 und 3. Bis der Patient jetzt in der Endposition ist. Danach kann ich den Kopf wieder überstrecken. Der Kopfhelfer darf gerne einmal überprüfen, ob weiterhin die Atmung vorhanden ist. Das Ganze auch wieder 10 Sekunden lang. Und dann warte ich, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist.